herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. Wie gesagt, in der letzten Folge, Feld Nummer 13, haben wir mit dem Helfer fertig machen lassen. Und hier seht ihr noch eine Neuerung. Wir mussten uns ein neues Gewicht kaufen. Ja, das kleine Fässchen war einfach viel zu wenig. Und darum haben wir uns ein neues Fass gegönnt. Musste einfach sein. Also warte, wir müssen das richtige Gerät auswählen. So, wir sind jetzt hier schon an Feld Nummer 2. Links dahinter, das große, ist Feld Nummer 1. Und wie ich in der letzten Folge auch angekündigt habe, werden wir hier jetzt... Hä? Achso, aufklappen muss man. Nicht nur absenken. Wir werden hier jetzt auch einen Helfer anstellen, der im Hintergrund uns hoffentlich dieses Feld fertig machen wird, während wir Feld Nummer 13 grubbern und pflügen. Ich hoffe, dass er in diesem Feld auch gerade zu Werke geht, dass es nicht wieder so krumm wird wie im anderen Feld. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Er hält die Spur. So, wir steigen in den Frontera HD ein. Der steht auch schon hier mit dem Fass vorne dran und dem Grubber. Und dann stoppen wir mal die ganze Chose. Oh, nee, Helfer wollte ich hier jetzt keinen. Bitte nicht. Hier wollen wir mal ein bisschen was selber machen. Grubbern geht relativ flott. Das machen wir doch mit links. Oder was sagt ihr? So viel ist es ja nicht. Feld 13 ist eigentlich relativ klein. Wir könnten uns mal hier nebenbei ein bisschen die Karte anschauen. Die 1 ist sogar im oberen Drittel von der Größe. Würde ich jetzt fast behaupten. 19, 26, 31, 30 sind groß. Ich glaube, ich fahre hier mal, erst am Rand entlang. Die sind recht groß. Und die 1 konkurriert so mit der 18, 17, 29 und 25. Da kann man dann schon wieder bisschen mehr an mitfangen. Ein bisschen mehr mit anfangen. So, ich fahre jetzt hier auch erstmal am Rand ein paar Mal hin und her. Damit wir schon mal einen Anfang gemacht haben. Ihr könnt mir übrigens gerne immer noch Mod-Vorschläge in die Kommentare schreiben, die so ein bisschen oldschool sind, ja? Also altes Equipment. Aber jetzt nicht einen alten Traktor oder so. Sondern wenn, dann schon ein bisschen Mods, die ein bisschen mehr damit zu tun haben. Ihr könnt auch einzelne reinschreiben, aber die werde ich dann wahrscheinlich nur einfach mal so nebenbei vorstellen. Vielleicht mal mieten für irgendeine Aufgabe, aber mir jetzt nicht kaufen. So. Beim Grubbern geht es zum Glück ein bisschen schneller. Da ist einfach die Geschwindigkeit, die man fahren kann, höher. Deshalb geht es eigentlich ratzfatz. So. Ich glaube übrigens, dass wir 3 Düngestufen eingestellt haben. Ja, Düngestufen 3 finde ich nicht mal so schlecht. Weil einmal düngen tut ein Landwirt auch nicht. Da haut in der Regel Naturdünger drauf, heißt Gülle. Und dann haut er nochmal, dann muss er später das Getreide nochmal spritzen, um von Pestiziden zu befreien. Habt ihr wahrscheinlich in den letzten Monaten häufig in den Nachrichten gehört, ja, dass zu viele Insekten dadurch sterben. Ist natürlich ein bisschen schade, auf der anderen Seite muss man sagen.
Wer möchte nicht viel Getreide haben? Und einen niedrigen Brot- und Nahrungsmittelpreis. Das spielt ja da alles mit rein. Wenn die Insekten unsere Lebensmittel, das heißt das Getreide, befallen und dadurch ein weniger Ertrag für den Landwirt da ist, wird unweigerlich der Rohstoffpreis im Getreidesektor nach oben gehen, weil Angebot, Nachfrage, weniger Angebot, Preis steigt. Ja? Und darum würde es dann zu einem erhöhten Nahrungsmittelpreis kommen. So ist zumindest mein Gedanke jetzt. Wenn ich damit falsch liege, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Aber das müsste eigentlich so sein. Ein Überangebot, wie zum Beispiel bei der Milch, führt zu einem geringen Preis. Damit schießt sich der Bauer eigentlich ins eigene Knie. Wobei aktuell letzte Woche auch die Diskussion war, ja, soll man die Landwirte denn von der Hitzewelle entschädigen lassen oder entschädigen? Da ist ziemlich viel Geld im Gespräch gewesen für die ganzen Landwirte. Da muss ich sagen, Landwirte, verkauft da einfach mal nicht euer Zeug. Dann habt ihr eigentlich, also jetzt spreche ich wieder von der anderen Seite, dann habt ihr auch, kriegt ihr auch einen höheren Preis dafür geboten. Natürlich ist es doof, wenn das ganze Zeug dann irgendwo vergammelt. Aber ich finde, die Landwirte machen einen Großteil von unseren Nahrungsmitteln aus. Und wenn die einfach nicht mehr produzieren können, dann wird es so oder so zu einem erhöhten Preis kommen. Also ich finde die Arbeit der Landwirte als sehr wichtig. Und die sollten auch dafür ordentlich bezahlt werden. So wie wir hier. So. Das halbe Feld haben wir ja schon fast gepflügt. Oder ein Drittel. Gekruppert. Sorry. Aber wie gesagt, das geht ja hier flott mit dem Zettor. Das ist ja kein Problem. Hier passt auch das Gewichtsverhältnis, das heißt, der Traktor hebt in der Regel nicht vorne ab. Ein bisschen größeres Gewicht könnt ihr vertragen. Dann hätte er noch vorne noch ein bisschen mehr Bodenhaftung, dann könnte man die Kurven enger fahren. Aber wenn ihr den More Realistic Mod nicht aktiviert habt, dann habt ihr damit auch kein Problem. Zumindest nicht so ein gravierendes wie ich jetzt hier. Weil der verschärft ja die ganze Situation. Der macht es ja ein bisschen schwieriger. So, ist der Helfer jetzt schon fertig? Nee, oder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt so schnell das Feld da hinten gepflügt hat. Können wir mal gucken, ob wir was sehen. Scroll mal ein bisschen raus. Ja, ich sehe, dass er ein bisschen was gearbeitet hat. Das sehe ich da hinten am Feldrand. Da ist eine dunkle Stelle. Ich hoffe mal, der gibt ordentlich Gas. Dass wir hier nahtlos auch weiterarbeiten können. In dieser Folge geht es nur darum, die Felder vorzubereiten für die Aussaat. Wir müssen sowieso mal aufs Wetter gucken. Ups. Kann sein, dass wir die Aussaat sowieso ein paar Tage verschieben müssen. Ja. Ein besseres Wetter. Also das heißt, die Wetterlage so zu haben, dass wir überhaupt säen können. Weil wenn ich das eben richtig verstehe, in dem, Seasons Mod Fenster, nenne ich es jetzt einfach mal,
brauchen wir für bestimmte Getreidesachen ein richtiges Temperaturfenster. Und wenn das nicht da ist, dann können wir wahrscheinlich gar nicht gewinnbringend aussäen. Na, schon wieder falsch. So, jetzt müssen wir eigentlich die Hälfte mal haben hier. Ich habe übrigens inzwischen auch einen Controller dran. Das heißt, eigentlich müsste ich auch damit spielen können. Warte mal, ich guck mal, grad, ob der sich aktivieren lässt. Oder ob der schon wieder leer ist. Nee, er geht. Ja, aber wahrscheinlich hätte ich den vor Spielbeginn anmachen müssen. Damit er funktioniert. Funktioniert jetzt leider nicht. Naja. Spielen wir halt mit Tastatur und Maus weiter. Ist wahrscheinlich sowieso besser. Damit kennen wir uns nämlich aus. Da wissen wir, welche Tasten wofür sind. Auch wenn wir immer wieder die Kamera anmachen, anstatt das Gerät hoch oder runter zu stellen. Passiert halt manchmal. So, ich werde mal jetzt kurz einen Cut machen. Das Feld hier fertig grubbern. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Düngen. Bis dahin. Keine 5 Minuten später. Halt, Moment. Wir müssen auch die Düngemaschine anschalten. Sind wir auch jetzt beim Düngen angekommen. Was ich sehr geil finde, wie ich gerade festgestellt habe. Der Boden sieht endlich mal anders aus. Der sieht, ist nicht nur dunkel, sondern man sieht hier so Dünger liegen. Sehr coole Animation. Gefällt mir. So, wir düngen jetzt mal flott dieses Feld hier. Oh, oh, oh. Ei. Ganz schön steinig hier und wackelig. Damit wir schnell zu Feld Nummer 2 können. Deshalb haben wir ja auch alle Maschinen schon hier. Ich hoffe mal, dass der Düngestreuer eine ganze ordentliche Menge aushält. Oder da zumindest packt. Das ein oder so ein, zwei Felder. Sonst müssen wir nochmal zum Shop und da neuen Dünger holen. Wäre mir etwas unangenehm bzw. nervig. Ja, warte mal, aber wir sollten schon das ganze Feld düngen. Nicht nur die Hälfte. Ja. Genau deshalb habe ich hier zu Beginn gleich links, rechts gepflügt und gekruppert. Damit solche Abstürze hier nicht passieren. Aber beim Düngen geht es ja. Es geht ja schnell. Beim Helfer hätte ich dann jedes Mal neu starten müssen. Und den da aus der Patsche holen wahrscheinlich. Darauf hatte ich keine Lust. So, letztes Mal drüber. Vielleicht fahren wir da in der Mitte. Da seht ihr noch so einen Streifen. Da ist vielleicht noch nicht richtig gedüngt. Hier rechts, am rechten Bildrand. Da fahren wir einfach von oben nochmal übers Feld. Dann passt das. Düngen geht natürlich immer viel schneller. Wir haben jetzt knapp 3 Minuten gebraucht. Und jetzt die eine Stelle da noch, wo ich gesagt habe. Ja, hier sieht man es. Wenn man ein bisschen weiter weg ist, sieht man genau, wo noch kein Dünger ist. So, rüber da. Sehr fittig. So, und wir haben ganz am Anfang auch eine kleine Abkürzung gefunden. Also müssen wir jetzt durch die Stadt durch.
haben hier, warte, um die Ecke rum. Wobei, das ist wahrscheinlich gar keine Abkürzung. Dann machen wir hier mal das Tor gleich wieder zu. Wir können hier nämlich über dieses Grasfeld bzw. über die Viehweide fahren. So. Hey, gehst du mal wieder zu? Wie gehst denn du zu? Hallo? Hallo? So. Tor zu, sodass uns das Vieh nicht abhaut. Ich dachte eigentlich, das wäre ein kürzerer Weg. Aber wie ich jetzt eigentlich, wenn wir auf die Map gucken, feststelle, ist der sogar länger. Wenn wir zu 2 wollen. Also werden wir nachher einfach wieder unten rumfahren. Wir machen hier jetzt die Gatter wieder zu. Ja, ja auch, komm, zu. Dass uns später das Vieh nicht abbaut. Da ist eine Ampel, eine grüne Ampel. Was passiert denn, wenn ich auf die Waage drauf fahre? Wird die Ampel dann rot? Ja, wirklich. Achtung, Messung. Bitte nicht das Fahrzeug bewegen. Alter, was? Wie kann ich das jetzt steuern? Handheld. Okay. Muss ich den ausmachen? Wie kann ich jetzt? Was ist das? Also schade, Gesamtdienst für Fahrer. Dass ich jetzt nicht weiß. Warte mal. Senken, Rundumleucht. Nee, dass ich jetzt nicht weiß, wie dieses Handheld funktioniert. Wenn ihr das wisst, Kommentare bitte. Wir fahren jetzt mal weiter. Das finde ich zumindest sehr interessant hier. Auch wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ja, wir werden jetzt bis zur nächsten Folge Feld Nummer 1 und 2. Oh, sind wir überhaupt richtig? Naja, geht schon. Feld Nummer 1 und 2 pflügen, grubbern und düngen. Oh, der braucht eine ganze Weile hier. Eieiei. Oh, Was haben wir denn jetzt gerade hinten dran? Den Dünger, glaube ich, gell? Der braucht wirklich noch eine Weile. Der hat jetzt vielleicht die Hälfte gerade mal geschafft. Aber wie gesagt, das wird bis zur nächsten Folge fertig sein. Damit ihr euch nicht zu arg langweilige Sachen anschaut. Vor allem ist sowieso dann mal bald Nacht. Wir sehen uns dann morgen in der Früh wieder. Also in-game in der Früh. Sonst wie gewohnt um 16 Uhr. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.